diese Musik ist alte Musik, aber das singen wir natürlich in dem Hier und Jetzt. Und wir wollen, dass die Leute hier, die zum Konzert kommen, dass die das spüren, was wir transportieren wollen. Es gibt ganz viele Abwechslungen, auch sogar Instrumentalstücke, die das Programm ein bisschen auch aufheitern und auflockern. Man wundert sich dann immer, es ist immer so ein kleines Wunder, was es für fantastische Stücke gibt. Das Blitzen und Zerstrahlen, das Blitzen, das Blitzen und Zerstrahlen. Jetzt das Thunderstück, du hast mir das empfohlen. Ja, toll, fantastisch, ich kann das gar nicht. Ja. Das ist komponiert worden dafür, um die Leute zu überzeugen. Und nicht nur rational, sondern auch auf einer ekstatischen Ebene. Ja? Also Überwältigung war. Und ein paar von den Stücken sind dabei, da merkt man, die wollen die Leute überwältigen. Also es ist der Text natürlich. Und dann kommen plötzlich ganz verrückte Sachen, ja, mit Blitzen und Donnern. Was mich unglaublich fasziniert hat am Anfang, also von in der Grund, warum ich überhaupt, glaube ich, in diese Richtung gegangen bin als Bass, die, sagen wir so, Durchschnittsstück, also Normalstück, hat einen Stimmumfang von einer Oktave, eineinhalb Oktaven. Aber es gibt dann Stücke für Bass, die haben plötzlich zweieinhalb Oktaven. Was ein Basssänger machen kann, das ist schon ein bisschen speziell und unterscheidet das vielleicht von anderen Stimmlagen. Die Stimmen sind eng beieinander. Wir haben alle ganz viel männliche Resonanz, würde ich sagen. Das sind Sachen, die ich normalerweise in einem Konzert gar nicht vorführe, aber hier schon. Das Selbstbewusstsein zu haben, das Testosteron mal fließen zu lassen, ja, und Bass zu singen, ja, das ist auch ein Statement. Das habe ich für mich früher gar nicht gesehen. Darum tut mir das irgendwie gut für die Seele, ja, das mit euch zu machen. Man merkt in einem selber sofort, ja, wenn ein Ton gut ist, und man merkt es auch am Raum, weil da irgendwas zu vibrieren beginnt. Und das ist was sehr Schönes, und ich glaube, das kann man heute, vor allen Dingen, wenn dann drei Bassstimmen, das kann man bei diesen Konzerten, die wir hier machen, schon sehr gut erleben. Vielleicht ist es für das Publikum auch so ein körperliches Gefühl, ja, und das wäre optimal.